Boah, so kann das Spiel ja eine ganze Weile dauern, Freunde, ne? Wenn alle Missionen so schleppend vorangehen. Aua! Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner. Folge 10 sind wir hier. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben und hier geht es auch direkt weiter, Freunde. Wir haben einen kleinen Anhänger jetzt geladen, haben unsere ersten Sachen hier abgegeben. Wir begeben uns auf die Karte. Wir müssen jetzt mal gucken. Versunkener Geländewagen ist auch nicht schlecht. Es könnte ja auch der Hammer sein, tatsächlich. Ich würde da vielleicht erstmal hinfahren, weil wir sowieso wahrscheinlich wieder rüber müssen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was das hier alles ist, was hier markiert wird. Ach, hier ist ein Tiefladeranhänger. Und mit dem können wir... Ach nee, hier sind alles... Achso, das sind die ganzen Anhänger, die wir nehmen könnten, theoretisch. Hier ist das Sägewerk, um das Holz zu holen. Ich würde auch sagen, dass das unser nächstes Ziel ist, wahrscheinlich auch. Beziehungsweise hier kriegen wir halt Holz und da oben das Lager, verdammt. Lager ist dann dort. Beim Lager bekommen wir ja auch dann, denke ich mal, das, was wir brauchen. Na gut, dann würde ich sagen, erst einmal. Ach, das sieht nicht so aus wie ein Hammer. Egal. Soll ich mal hin. Jetzt noch den Anhänger hinten dran, ne? Ah, Wasser ist ganz gefährlich. Fahren wir mal raus. Mit Anhänger geht halt auch wirklich nichts, ne? Es ist nochmal so ein krasser Unterschied. Das kannst du echt vergessen. Da. Schauen wir mal, was da versunken ist. Vielleicht ein neuer guter Scout oder so. Ich hätte es auch schon gerne mal wieder ein bisschen heller, muss ich sagen. Wir haben jetzt immerhin 243. Naja, die Folge wird noch dauern, aber dann ist wieder Mittag. Der könnte halt durchaus einen stärkeren Motor gebrauchen, ne? Ist das dein Ernst? Das Spiel macht einen echt fertig, wa? Ich nicht. Wow, also... Halt wie eine Wand hier. Was ist denn da? Gar nichts ist da. Kann machen, was sie will, ne? Ah, Mann, ey, das geht schon. Ich bin auf den Sack, ne? Komm, Alter. Ich
Ach, ich fühle mich schon so ein bisschen veräppelt, ne? Muss ich schon sagen. Dass er sich auf sowas hier nicht raus. Ah! Mann! Na gut. Wo ist eigentlich unser anderer? Wo ist eigentlich unser Spotter? Was ist das hier für ein Ding? Das ist dieser Schrott-Truck. Könnten wir eigentlich auch mal bergen, theoretisch. Was kann der denn eigentlich, sage mal? Der hat auch relativ solides Gewicht, ja? Also Leistung und so. Kann man jetzt auch leider nicht so gut was machen, ne? Hat alles noch gesperrt. Muss immer die Federung bekommen, aber die Federung muss man erst finden. Okay. Pass auf. Da ist sogar eine Diff-Sperre. Cool. Ja, aktivierbare Antrieb wäre schon geil. Ne, pass auf. Ja, okay, alles klar. Ohne Geländereifen und so bringt das alles auch nichts. Wir gehen zurück in unseren Scout. Wüsste, wo ich ihn gelassen habe, da hinten. Okay, gut. Und jetzt gucken wir mal. Hier ist ein Upgrade. Da fahren wir als nächstes hin. Wir werden jetzt erstmal die Upgrades machen, würde ich sagen, weil dann können wir vielleicht Sachen finden, mit denen wir dann hier insgesamt besser vorankommen, ne? Ja. Tankstelle ist da hinten erst. Ist aber nicht so wichtig. Das hier sieht auch sehr fies aus. Weiß ich nicht, ob wir darüber wollen. Aber wir müssen sowieso erstmal runter. So. Dann so. Dann gucken wir mal. Geht's überhaupt was anderes? Wo ist denn das Upgrade jetzt? Da. Ja, okay. Einen Moment. Wie soll man denn da hin? Also. Na, hier sieht's nicht so breit aus, aber dann sollten wir schon auf dieser Seite bleiben, würde ich mal sagen. Wir sind auch schon gefahren, das ist ja das Schöne. Dann halt irgendwie. Ja. Müssen wir dann halt so machen. Schön. Ach, ist einfach nur zu schön. Einfach nur zu schön. Der fährt wenigstens in einer potenten Geschwindigkeit hier. Das ist ja das Schöne. Ja. Ah. Machen wir uns mal weiter auf den Weg. Yo, okay. Ach, das werden wir nicht durchs Wasser kriegen, Alter, ganz ehrlich. Sagen wir es so, wie es ist. Das wird nichts. Schaden für nix.
So. Runter. Boah, so kann das Spiel eine ganze Weile dauern, Freunde, ne? Wenn alle Missionen so schleppend vorangehen. Aua. Sollten vielleicht ein bisschen langsamer machen. Naja. Gucken wir, dann werden wir es ja auch sehen. So, jetzt müssen wir da irgendwo lang. Das ist natürlich kein richtiger Weg mehr. Jetzt müssen wir irgendwie gucken. Ins Wasser zu kommen, wird sicherlich nicht so schön, glaube ich. Okay. Boah, auch okay. Müssen halt natürlich jetzt auch mal wieder auf den Sprit achten. Der Sprit ist leider in diesem Spiel so ein bisschen das Problem, glaube ich. Okay. Auch hier. Wir brauchen Geländereifen. Und wir haben doch hier schon die erhöhte Federung. Eigentlich müsste das doch gehen bei dem Auto, oder? Wir haben halt leider gerade kein Geld. So, wir bräuchten halt wirklich Geld. Okay, und jetzt sind wir schon angekommen hier. Kommt man ja noch relativ gut hin. Schauen wir dann mal, wo genau das Ganze ist. Und ich sehe jetzt schon, das ist nichts. Achso, ne, da ist noch eine Insel dazwischen, dann geht's vielleicht sogar noch. Ja, okay, das ist ja gar nichts. Das geht ja. Da sind ja auch Bäume und so. Ja, guck mal. Ja, guck mal, das geht doch. Auf der Karte sieht es halt immer schlimmer aus, als es eigentlich ist, glaube ich. Guck mal, das ging doch easy. Und wir haben einen Motor bekommen. Der passt auf unseren... Oh, der passt sogar, einen neuen Motor. Na, immerhin. Ist auch schön. Ich hätte mir zwar auch eine Federung gewünscht, muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber besser als gar nichts. So, hier können wir es vergessen, da kommen wir nicht rüber. Ich würde es jedenfalls nicht wirklich probieren wollen. Jetzt haben wir noch irgendwo ein Upgrade. Hm? Da. Weg. Rück Richtung Werkstatt. Jo. Okay. Ich sehe jetzt auch nicht mehr so viele Upgrades. Ich glaube, das ist dann schon das letzte Upgrade, was wir hier haben. Hier ist ein Portal und hier ist ein Auto. Den haben wir auch gefunden. Ich würde dann vielleicht mal durch das Portal fahren, ehrlich gesagt. Weil ich dann doch schon so ein bisschen neugierig bin, was da ist. Gucken wir dann mal. So, wir fahren erstmal wieder hier hin, zurück zur Straße. Dann fahren wir nach unten. Das ist eine Straßensperre, die müssen wir fahren. Ja. Oh. Die Straße führt leider genau nicht dahin, wo ich will. Aber die Straße führt eigentlich genau dahin, wo wir wollen, nämlich zu dem Upgrade. Da kommen wir schon irgendwie wieder hier hin und dann können wir zur Werkstatt. Das wäre so der Plan. Ich
Sprit muss natürlich reichen, das ist klar. Nee, ist nicht wahr. Das ist ja nicht wahr, Freunde. Das macht halt nicht mal Sinn, ne? Digga, der hat keine Probleme gehabt, hinzukommen? Jetzt komme ich nicht zurück? Jo, ernst? Muss mit der Strömung mitfahren vielleicht. Ja, das ist schon ein bisschen frech, dass der hier jetzt sagt, der kommt da nicht ran. Also das ist nicht so schön. Junge, was habe ich denn anders gemacht auf der anderen Seite? Gar nichts. Ja, der kommt da wieder nicht hoch, Alter, weil er hier jetzt zu tief drin ist. Alter, die Reifen sind ja... Ach, das gibt's doch nicht. Bewegt sich ja ein bisschen sogar. Oh, ich glaube, wir kriegen ihn wieder rausgeschaufelt. Wir werden auch ein bisschen von der Strömung zur Seite getrieben. Die Meterarbeit ist wieder angesagt. Das was. Ob nicht. Das ist belastend jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir uns in Richtung der anderen Seite bewegen. Ja, es ist halt immer so hoch da. Man kommt so tief rein und muss dann so wieder so raus. Ne? Das ist, glaube ich, das Fiese hier. Aber da hinten sieht der besser aus. Ich bin natürlich wieder nicht raus. Ah! Das Spiel treibt dann in den Wahnsinn. Gut, dann fahren wir, glaube ich, erstmal. Ah. Macht doch echt keinen Spaß so. Ja, okay, dann steigen wir mal hier in den. Habe ich den nicht freigeschaltet? Nee. Ich kann den nicht fahren. War ich da nicht? Ach, so ärgerlich. Der eigentlich, der steht ja auch da. Die stehen alle hier, ne? Ah, ist das... Ja, so ärgerlich. Ja, also das mit der Winde, das finde ich schon so ein bisschen lächerlich eigentlich, weil... Eigentlich... Oh, Moment, da ist doch was. Fick dich doch, Baum! Mann! Der Einzige, der geht, hält nicht. Ist das dein Ernst, Alter? Und wieder alles weg für die Katz hier, Alter. So kommen wir doch echt nicht voran.
Komm schon. Fahr da wieder hoch. Ja, es ist ein Meter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Die Reifen sind halt wirklich überhaupt nicht für dieses Terrain geeignet, ne? Unfassbar. Ich vergesse ja eins, wir können ja das hier machen. Ja, ist doch sowieso viel besser. Ich will eh zurück. Ha. Nee, mal ganz kurz. Ja, guck mal, wir können es hier sogar kaufen. Ha. Aber das hier geht dann wieder nicht. Dieser Spezial bietet gute Haftung. Ja, wir bauen Rang 4. Ja, viel geiler, ne? Ich weiß nicht, wollen wir für den Scout uns bessere Reifen gönnen? Ist auf der Straße gut. Im Schlamm gut. Offroad gut. Im Schlamm gut. Ja, wenn die im Schlamm gut sind, ist das vielleicht ganz geil, ne? Ist einfach wichtig jetzt, dass wir das nehmen. Hochleistungswinde. Das ist natürlich auch nicht schlecht irgendwann mal. Der eigentlich Allrad irgendwie? Nee, ne? Getriebe, sonst Freeway. Boah. Sonst haben wir ja schon den geilen Motor drinne. 8V, 2 Custom. Ja, gut. Okay. Naja, gut, dann gucken wir mal, ob es mit den Reifen tatsächlich mal besser ist, ne? Sehen auf jeden Fall schon mal besser aus und machen auch einen besseren Eindruck. Und Freunde, ich würde auch sagen, das war es jetzt auch wieder für diese Folge. In der nächsten Folge habe ich mal für mich beschlossen, also wir haben ja eigentlich theoretisch immer noch hier den Upgrade zu erreichen. Eigentlich noch erreichen wollen. Gehen wir erstmal aufs Upgrade in der nächsten Folge. Können wir schon mal hier die Route festlegen. Dann können wir gleich mal die Tankstelle hier freischalten. Dann hier irgendwie runter und dann irgendwie Upgrade. Gucken wir mal, ob das geht. Sonst bergen wir uns wieder. Dann wollte ich mit dem Ding da nach hinten fahren. Die ganze Strecke nach oben. Den hier irgendwie auch freischalten. Haben wir offenbar nicht gemacht. Und dann hier mal Mithril Talsperre uns anschauen. Was da so ist. In diesem Sinne, Freunde, bedanke ich mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.